Warum geben Menschen so oft vor, jemand anders zu sein? Mann, Ronny, was laberst du? Komisch. Funktioniert nicht. Du weißt, dass ich es hasse, wenn du so rummachst. Also, was ist los? Geht's deiner Mutter nicht gut? Dir geht's nie gut. Was ist denn? Ich kann nicht mehr. Wenn du mich nicht mehr sehen willst, ist das okay. Es war ja klar, dass das irgendwann passiert. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Verstehst du? Du brauchst sie. Nicht mich. Wir sollten uns nicht mehr sehen. Nein, daher nicht. Du bist anstrengend. Ich muss dir was gestehen. Kannst du noch schlimmer werden? Ich bin HIV-positiv. Aber ist schon okay. Dadurch weiß ich alles mehr zu schätzen. Dich, Natalia, meine Mama, diese Brücke. Feuer. Schau mal. Seit ich es erfahren habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, sie zittern. Und gar nicht. Und? Tun sie nicht. Zum Nikotin liegen. Was geht bei dir nachher noch? Anni hat gekocht. Ich denke mal, da gehe ich nach Hause. Ich wollte noch eine Bank überfallen. Willst du vorher mit? Eine Bank überfallen? Mhm. Aus Kohle. Ach Quatsch, mein Vater bezahlt doch alles. Nein, geht mir auch weniger ums Geld. Es geht mehr so um das Ganze drumherum, dieser Nervenkitzel und dann mit dem Fluchtwagen abhauen und alles und so. Und das Geld ist im Grunde genommen nur ein Plus. Das kann man dann irgendwie, keine Ahnung, spenden, einem Penner in die Hand drücken oder so. So wie Robin Hood. Ja, genau. Sowas wie Robin Hood. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Und dann wirst du, Robin, mit Pfeil und Bogen, eine Strumpfhose und einer Feder auf dem Kopf eine Bank überfallen. Ich habe jetzt keinen Pfeil und Bogen, aber so ungefähr. Mhm. Also, wenn du denkst, dass ich so blöd bin, hast du mich wirklich ganz schön überschätzt. Ja, ich glaube auch, ich habe dich die letzten Jahre viel zu sehr überschätzt. Komm, weißt du was? Ich glaube, ich lade dich auf den Döner ein. Ich dachte, Andi kocht. Ja. Hey, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, da will ich ja wenigstens gut aussehen, du. Dein Cousinchen wird das schon zu schätzen wissen. Ja. Was? Wie lange wollen Sie mich noch ungefähr quälen? Wenn Sie stillhalten würden, wären wir schon längst fertig. Ich gehe dann mal wieder. Vielleicht solltest du einfach mal deinen filmischen Horizont ein klein wenig erweitern. Ja, okay. Ha? Was soll ich dir was sagen? Ich würde garantiert nicht mit Speedways anfangen. Nee. Weißt du, lass mich machen? Ja, mach. Here comes Speed Racer. Hey, halt die Klappe, ja?